Wir sind in Hamburg bei Applike, im Hintergrund steht es auch, einem Gruner und Jahr-Unternehmen. Jonas Thiemann, einer der Gründer, ist bei mir. Applike ist ein App-Marketing-Unternehmen. Was macht ihr? Erklär mir das mal so, dass selbst ich das verstehe. Also generell, wir verkaufen weltweit App-Downloads und App-Publisher. Das funktioniert so, wir betreiben verschiedene Smartphone-Apps, die wir weltweit vertreiben in 27 Ländern. Diese Apps können sich Nutzer installieren, sie melden sich an und geben uns eine Freigabe, ihre App-Nutzung vom Gerät mitzulesen. Diese Technologie haben wir entwickelt und anhand der App-Nutzung finden wir passende Apps für jeden Nutzer. Das ist, was Applike macht. Zusätzlich kann der Nutzer mit unseren Apps wie bei Miles & More oder Payback eine virtuelle Währung sammeln, um diese Apps auszuprobieren. Also bekommt er noch ein bisschen was dafür. Und die App-Publisher zahlen uns dafür, dass sie in der App höher angezeigt werden als andere Apps. Jetzt habe ich gerade mitgehört, ihr lest meine Daten aus. Was habe ich denn eigentlich davon, wenn ich eure App oder eine von euren Apps, ihr habt ja mehrere, wenn ich die installiere und ihr einfach so meine ganze Nutzung mit auslest? Was ist der Anreiz für mich? Also ähnlich wie bei Amazon, diese Produkte könnten auch zu dir passen, sagen wir, diese Apps könnten auch zu dir passen. Damit wir dich belohnen können für die App-Nutzung der Apps auf deinem Smartphone, müssen wir logischerweise auch sehen, was du nutzt. Und das sind so die zwei Gründe, warum relativ viele Nutzer uns schon die Freigabe gegeben haben und das Vertrauen uns ihre Daten anvertraut haben. Es sieht für einen Verlag hier ziemlich jung aus. Ihr habt ein Durchschnittsalter, glaube ich, so von fast unter 30. Wer arbeitet bei euch? Viele verschiedene Menschen. Also wir haben inzwischen Mitarbeiter aus über 10 Nationen, Korea, Kroatien, Aserbaidschan, Indien, Türkei, viele verschiedene, weil die Experten für das doch sehr spezialisierte Geschäft, das wir betreiben, nicht nur in Hamburg zu finden sind und auch nicht nur in Berlin, sondern wir suchen weltweit nach diesen Mitarbeitern. Und generell glaube ich schon, dass wir für junge Talente sehr attraktiv sind, weil wir ein sehr technologiegetriebenes Geschäft haben, bei dem man, ich meine, wir machen hier mit 50 Mitarbeitern in 27 Ländern Geschäft. Das ist eine unglaubliche Skala. Das heißt einfach per Definition, dass jeder Mitarbeiter hier relativ viel Einfluss nehmen kann und ziemlich viel Impact hat. Und das ist, glaube ich, für insbesondere junge Mitarbeiter sehr attraktiv. Aber ich wäre auch ganz dankbar, wenn wir Schritt für Schritt ein bisschen älter werden, weil mit dem Wachstum der Firma freue ich mich auch, wenn wir seniorigere oder professionellere Mitarbeiter mit mehr Berufserfahrung zumindest auch immer mehr haben. Damit ihr weiter wachsen könnt, ihr seid ja von 2 auf jetzt inzwischen 50 Mitarbeiter gewachsen, damit das weiter so geht, müsst ihr ja laufend neue Nutzer auch finden, die eure App runterladen. Wie kommt ihr an die neuen Nutzer konkret ran? Also generell akquirieren wir Nutzer weltweit über 20 Marketingkanäle. Dazu gehört Facebook und Google. Dazu gehören auch große Videonetzwerke, die weltweit aktiv sind. Wangle, AdColony, Chartboost sind da Namen. Und wir kaufen auch programmatisch Display-Werbung ein. Ganz konkret, was kostet das, wenn man jetzt zum Beispiel mich auf Facebook anspricht und ich lade eure App runter? Also du wärst, glaube ich, relativ teuer als Medienjournalist. Das Targeting ist sehr, sehr spezifisch, wenn wir dich akquirieren wollen. Das könnte in Deutschland bei $4 bis $5 liegen. Ich würde sagen, je nach Land, in Indien geht das so bei 8 Cent los. Und in den USA zahlt man bis zu $15 für einen App-Install. Und was kriegt ihr von den Publishern, also von den App-Publishern, wenn ihr erfolgreich quasi vermittelt und sich jemand deren App dann herunterlädt über euch? Im besten Fall ein Preis, der 20% höher liegt als das, was wir gezahlt haben vorne raus. So funktioniert unser Geschäft. Hier gibt es eine Schaukel, habe ich gesehen. Hier gibt es auch kostenloses Obst. Was können Verlage von euch lernen, von euch als Startup? Also ich glaube, diese Hochzeit, die wir mit Gruner + Jahr und Bertelsmann haben, die ist beidseitig total spannend. Was hier vielleicht nicht das erste Mal, aber das erste Mal in der Form gemacht wurde, ist wirklich total zu dezentralisieren. Wir sitzen nicht im Hauptquartier, sondern sitzen hier dezentral. Wir dürfen unsere eigene IT nutzen. Wir dürfen relativ viele HR-Prozesse, Recruitment selber machen, wie ein unabhängiges Startup auf der grünen Wiese. Und das erlaubt Tempo und Speed. Und ich glaube, dass Tempo der wichtigste Erfolgsfaktor ist. Andererseits lernen wir vom Verlag auch immer wieder Sachen ordentlich zu machen. Also ich glaube, wir hätten uns von vornherein nicht so sauber um Buchhaltung gekümmert, wenn wir dieses Startup am freien Markt einfach gegründet hätten. Turi 2 TV, das Branchenfernsehen.